In Oberbayern tickt die Zeit langsamer. Doch manchmal zählt jedes Hundertstel. Und immer noch an der Spitze mit der Startnummer 19, unglaublich, Wolfgang Sacher vom Team Magnesium Pur, der vielfache Weltmeister, Olympiasieger, der vielfache deutsche Meister, Europameister. Unglaublich, was dieser Wolfgang leisten kann. Der Saisonhöhepunkt, also für das Jahr 2010, das ist unsere Weltmeisterschaft in Kanada. Momentan bin ich gerade in der absoluten Vorbereitung, habe jetzt vor 2 Wochen mit den Rennen begonnen, bin da bayerischer Meister geworden im Einzelzeitfahren und jetzt geht es peu à peu weiter. Also durch die Behinderung, gerade mit der Einarmigkeit, habe ich überwiegend mit Disbalancen zu kämpfen. Das sind meine Probleme, einerseits muskulär. Die entstehen in der Form, dass ich einfach zum Beispiel rechts einen viel stärkeren Oberschenkel habe wie links, vom Umfang her, weil ich eben rechts nur die Möglichkeit habe, mich festzuhalten am Rad. Das heißt, ich muss alles im Sitzen fahren. Und das sind halt wahnsinnige Belastungen. Der 13. April 1983 war zunächst kein besonderer Tag im Leben von Wolfgang Sacher. Nicht das erste Mal war er mit seinen Freunden auf einem verlassenen Güterbahnhof unterwegs. Aber an diesem Tag hatten sie die Idee, wie Cowboys auf den Dächern des Zuges entlang zu laufen, um von Wagen zu Wagen zu springen. Und beim Springen von einem Waggon auf den anderen hebt man ja unter dem Springen praktisch die Hände. Und da bin ich mit der linken Hand dann in das Spannungsfeld von der 16.000 Volt Leitung reingekommen. Es hat geblitzt, es hat einen riesen Knall gegeben. Der Strom ist praktisch am Arm rein, durch den Körper durch. Da ist teilweise die Haut explodiert und an die Füße wieder raus, an die Schuhe explodiert. Und das waren eben dann wahnsinnig starke Verbrennungen. Der Arm war verkohlt und mich hat es dann kopfüber von dem Dach vom Waggon runtergehauen und bin dann liegen geblieben. In Folge Arm amputiert, rechts am Fuß alle Zehen amputiert, links versteift. 2 Zehen amputiert und folgten dann 15 Monate Krankenhausaufenthalt. Die bisher unbeschwerte Jugend war damit auf einen Schlag vorbei. Das Leben stellte ihn auf eine harte Probe. Ja, ich bin dann vom Krankenhaus rausgekommen und habe dann 5 Jahre, also massiv muss man schon sagen, Alkohol getrunken. Habe dann von 50 Kilo auf 107 Kilo zugenommen. Kann ich mir eigentlich selber jetzt nicht vorstellen, wie ich das geschafft habe, wie ich das zusammengebracht habe. Erst wenn ich mir so die Fotos einmal anschaue aus derer Zeit, ist für mich unvorstellbar. Also, und so mehr hätte ich ja nicht mehr werden. Der Radsport hat mein Leben schon stark beeinflusst. Ich meine, ich habe mir einerseits gezeigt, wie ich aus einem richtigen Tief herauskomme mit, aber andererseits auch an Möglichkeiten aufgezeigt, was man nur leisten kann, was man im Alter nur leisten kann. Ich meine, beim Behindertensport ist es echt im Vergleich zum Profisport, dass man einfach auch den Sport, solange man die Leistung bringt, betreiben kann, unabhängig vom Alter. Ich meine, ich habe mit 30 Jahren angefangen, da hört ein gesunder Profi auf, aber das waren Erfahrungen, die ich gemacht habe, an die Grenzen zu gehen. Gleichzeitig waren es aber Erfahrungen, die mir im Leben selber gezeigt haben, Mensch, mir geht es ja gar nicht so schlecht. Mein sportliches Ziel dieser Saison sind 3 deutsche Meistertitel. Ich bin ein Favorit auf die 4000 Meter auf der Bahnverfolgung. Aber auch im Straßenrennen und im Zeitfahren möchte ich gerne die Titel wiederholen. Die habe ich in den letzten Jahren auch gewonnen gehabt. Und Hauptziel war dieses Jahr eine Medaille bei den Weltmeisterschaften in Kanada. Ich möchte natürlich in meiner Lieblingsdisziplin im Einzelzeitfahren versuchen, dass ich Goldmedaille hole, wobei wird schwierig, weil ich bin dieses Jahr in eine andere Handicap-Klasse umgestuft worden und da sind nur 3 Profis dabei und da wird es schon schwierig, das zu schaffen, aber es ist auf jeden Fall anvisiert. Ich habe recht intensiv trainiert, jetzt vom Dezember weg. Bei uns fängt die Saison praktisch 2010 im Dezember 2009 an und ich komme da in der normalen Weltmeisterschaftssaison komme ich so auf 15.000 bis 18.000 Kilometer. Steigert sich natürlich hin im Vierjahreszyklus,
was dann die Paralympics betreffen, da geht es bis 25.000 Kilometer. Also Hauptziel war London 2012. Bis dahin möchte ich den Sport so auf dem Niveau, sage ich mal, mit Trainer und allem drum und dran machen. Und wenn man sieht, welche Hindernisse dieser Mensch bereits hinter sich gelassen hat, so gibt es daran eigentlich keine Zweifel.